Stevens, vorletzter Starter im Stechen, einer ist noch hinterhergekommen. Strategie ist super gut aufgegangen. Sollte es heute mit Brooklyn auch so eine Leistungsabfrage sein? Ich habe ehrlich gesagt bis gestern Mittag oder heute Mittag noch überlegt, ob ich Brooklyn oder Talisman reite. Habe mir dann den Parcours nochmal angeguckt. Der lag mehr Brooklyn wie Talisman. War am Ende eine richtige Entscheidung und im Stechen. Ich habe Angelique Rüsen gesehen. Das wusste ich, das ist gut, aber auch zu kriegen. Dann habe ich Andreas gesehen, der war da glaube ich 3 Sekunden schneller. Und dann habe ich gedacht, okay, versuche es. Es waren nur 4-0er bis dahin. Und Gott sei Dank, Brooklyn hat super Erfahrung und super mitgemacht im Stechen und hat gereicht. Morgen dann als letzter in die 6. Wertungsprüfung, großer Preis der Deutschen Kreditbank AG. Brooklyn oder Talisman? Ich würde jetzt erstmal aus dem Bauchgefühl sagen, Talisman. Jetzt ist es so, wir haben mal vorausgerechnet, in der DKB Riders Tour bei allen, die noch Punkte haben. Also da geht noch was bei Mario Stevens. Macht einem das jetzt so ein bisschen Mut und man sagt sich, okay, die Favoriten können ja noch mal ein bisschen ärgern. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Christian sowieso super erfahren und mit Colorit, den er morgen reiten wird, glaube ich, ist es wirklich fokussiert darauf. Und auch Dennis Nielsen und Andreas und Janne, haben sich darauf vorbereitet, wirklich hier am Sonntag zu punkten. Und ich glaube, dass das auch unter denen ausgemacht wird.